Letztes Mal in Scarlet Nexus. Being able to selfishly slack off whenever I want is something a grown-up gets to do. Pretty cool, right? Da hatte ich aber als Kind mehr Zeit zu, wenn ich mal zurückdenke. Und nun zurück zu den anderen. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Scarlet Nexus. Beim letzten Mal haben wir so die ein oder andere Therapiesitzung durchgeführt, in Vertrauensepisoden. Eigentlich haben sich beide Episoden, die wir gesehen haben, wie eine Therapiesitzung angefühlt. Bei Arashi war das tatsächlich so. Und die mit dem anderen höchst arroganten Kollegen, dessen Namen ich vergessen habe, weil er einfach im Wert bei mir extrem gesunken ist. Da habe ich mich so gefühlt, als müsste ich ihn therapieren. Deswegen, ja. Wir haben dann die nächste Mission angestoßen und sind jetzt hier im Land von Eis und Schnee. Wir werden uns hier mal umsehen, ob wir ein paar Informationen bekommen. Denn auch Hanabi hat sich ja erinnert, dass ihre Familie und das Krankenhaus einen Deal hier mit diesem Gebiet hat. Und bin mal gespannt, was hier auf uns zukommt. Ist auch wieder leicht verdächtig, das Ganze. Wir haben leider noch keine neue Klamotte für Hanabi auftreiben können, damit ihr linkes Bein nicht abfriert. Da muss sie immer noch ein bisschen sich mit ihrer Pyrokinese aushelfen. Ich denke, das wird schon gehen. Und ich glaube, hier können wir auch mit Pyrokinese was machen, ne? Könnte ich mir vorstellen. Let's go, everyone. Gut, also Pyrokinese braucht man da wahrscheinlich doch nicht so wirklich. Aber dann möchte ich mich erstmal hier hinten umgucken, weil ich vermute mal, das, was da versperrt war, war tatsächlich der Weg, den wir gehen müssen. Da interessiert mich dann aber trotzdem noch, was hier hinten noch alles rumliegt. Und da vorne sehe ich auf jeden Fall schon ein Item. Oder irgendeine Information. This is pretty rare. Ja, das hier sieht aber auch aus. Warte mal. Stopp. Nicht, dass man hier irgendwie. Wo muss ich denn? Ach nee. Ich muss hier lang. Anders geht's gar nicht. Okay, hier liegt ein Haufen Zeug. Bis da hoch muss ich. Okay. Na gut, dann drehen wir erstmal um. Dann möchte ich halt doch erstmal hier abbiegen, wo ich aufgemacht habe. Bis jetzt tauchen auch noch keine Gegner auf. Also keine anderen. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich, finde ich. Aber schauen wir mal. Wieso ist denn die Draw-Distance so runtergegangen? Dass ich hier. Ja, ist ja gut, ich fange ja schon an. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier ganz gut mit Pyro funktioniert. Das, Angriffsvision. Deine Verbündeten können dich während eines Kampfes rufen, sobald du das Vertrauen zwischen ihnen und dir gestärkt hast. Wenn du mit Dreieck und Kreis antwortest, erscheinen sie als Vision und führen einen Spezialangriff aus. Okay. Dann mach doch mal. Sehr schön, hat gut funktioniert. Und es wird auch ziemlich deutlich eingeblendet. Das gefällt mir. Das ist gut. Das kann man machen. Damit kann ich arbeiten. War mir doch klar, dass hier was drunter ist. Gut, okay. Dann hätten wir das. Dann können wir jetzt den gewollten Weg weitergehen. Und ich glaube, das mit der Pyrokinese hier in der Gegend war eine gute Idee. Das scheint ja ziemlich gut funktioniert zu haben. Aber schön, dass Hanabi jetzt in der Lage ist, ziemlich derbe Attacken einzusetzen hier. Aufgrund unserer Bindung finde ich in Ordnung. Damit kann man arbeiten. Was? Oh. Sclerokinesis should be effective against that. Aha. Gut zu wissen. If your body begins to burn with fire, it'll drain your health. So wo ist denn das Teil jetzt hin? Mhm. Vielleicht bräuchte ich mal Hellsicht, damit ich auch sehen kann, wo das Teil ist. Weil der teleportiert sich auch ganz schön umher. Oh, damn. This is nothing. Der Kampf läuft aber noch, oder? Habe ich das Gefühl. Oder? Nö. Okay.
Das hat jetzt ganz schön reingehauen, aber... Los. Hm. Das war jetzt irgendwie komisch. Wie soll ich denn das Ding angreifen? Ohne dass ich... Some help, Luca. Ohne dass ich hier... Watch out for electric. You won't be able to move if you're electrified. I guess I'm getting better. Komm und drauf. Na, da ist schon wieder so ein Scheißteil. Naja, ob das so gut war, ausgerechnet den anzugreifen, ich weiß es nicht. Aber dieses explosive Teil ist auch schon erledigt. Zerstören die sich einfach selbst, oder? Ich verstehe es noch nicht so hundertprozentig. Aber könnte schon sein. Wer weiß. Okay, ja, hier können wir wahrscheinlich auch noch einiges zerhackstücken. Wo müssten wir denn eigentlich lang? Wir müssten eigentlich nach rechts. Das heißt, wir gehen erstmal nach links. Einfach, weil wir es können. Ja, habe ich doch gerade gemacht. Ist alles okay. Alter, ich fresse die ganzen Explosionen. Ja, die zerstören sich einfach selbst, okay? Ich muss einfach nur ausweichen, diesen Viechern. Habe ich so das Gefühl, dann machen wir das in Zukunft doch einfach so. Und... Aber wieso denn? Ach so, kein Schaden. Ja, okay, ich verstehe. This is pretty rare. So, ich möchte hier auf jeden Fall alles einsammeln, was ich so einsammeln kann, wenn das schon unter diesen Eisblöcken versteckt ist. Let's go. Dauert halt ein bisschen, aber die Zeit nehmen wir uns. Guti. So, einen anderen Weg hier raus gab es jetzt nicht, ne? Oder? Na, warte mal, doch. Ach so, nee, da ist noch irgendwie was anderes. Da ist der Ausgang. Und da, ach so, das Ding habe ich schon geholt, ja. Aber viel weiter ging es da auch nicht. Oh, gut. Okay. Dann zurück. Ich könnte mal allen ein Mittleres geben, so inzwischen, ne? Bitte, bitte. Gar kein Thema. So, machen wir das noch klein hier. Ja, und wir sollten mal gucken. Gut, ich kann sie also, wenn ich Sklerokinese anhabe, kann ich sie halt halbwegs angreifen und, kann sie halbwegs angreifen und dann daraufhin halt auch explodieren lassen und somit ein bisschen meine Teammitglieder schützen, habe ich so den Eindruck. Ach komm schon. Ja, kriegen wir klein. Und jetzt. Ja, nein, wirst du wohl. Ah, fuck, der schon wieder. Oh, wie viele von den Dingern denn noch? You guys good? All right.
Na komm. Na, im Moment geht's noch. Ich kann ihn nicht dauernd Sklerokinese, auch schwer auszusprechen, bleiben, weil. No one's here. Geht ja schlecht. Guess they wouldn't be. Togetsu is farther up the mountain. It acts like a natural fortress for the city. Ja, mir ist noch eine Abbiegung. A resource reading near here. Mhm. Okay, können wir wieder einiges zerlegen. So, gleich wieder sparen. Kann sich wieder ein bisschen aufladen, weil ich vermute, das machen nicht die letzten davon. Ja, das wird die einzige sinnvolle Strategie sein, einfach mit Sklerokinese zu sehen, dass ich meine Teamkameraden da ein bisschen geschützt kriege. Das ist das Einzige, was mir zu denen einfällt. Ja, mehr Normalisierungstabletten kann ich nicht tragen. Ich benutze die auch so gut wie nie. Okay, so. Jetzt, wie weit müssen wir denn eigentlich noch? Das war ja ein ewig weiter Weg. Och, du Scheißendreck. Ein Drittel grad mal geschafft. Ja, hier passiert was. We've been walking for a long time. Wataru, how much farther to Togetsu? Quite a while. You're not even halfway there. It really is in the middle of the mountains. Are you okay, Luca? Yes, I'll manage. These steep paths, though, they're hard for someone as small as I am. Das kann ich mir vorstellen, ja. Get behind me. I can at least block the wind. Thank you. I should really start training like you do. Togetsu is the home of the faith's main temple. Do you know what kind of religion it is? Apparently it's kind of like a cult. That's what I heard at least. With their main temple this far from civilization, it's only normal to assume they'd be ascetics in tune with nature. Hmm. Okay. Let's see. The Togetsu faith. Ah, here we go. It's a moon-worshipping religion. One of their tenets is that the soul will return to the moon. Okay. The founder is Hitoyo Pope. The religion has a long history, but it looks like they've always lived quietly in the mountains here. Naja, ich meine, solange es ruhige Gesellen sind, scheint mir jetzt relativ gesittet. You would think the fact that New Himuka allows them to govern themselves must mean that they aren't that big. I'm sure Kagero knows a lot more. He was a Togetsu believer, after all. Did he tell you anything, Sugumi? No. Kagero, he didn't talk much about the Togetsu faith. Oh. Well, they have a unique lifestyle there, but they're not totally cut off from us. I don't think they'll turn you away at the gate. That's what former Major General Karin said. We probably won't be welcomed with open arms, but I hope they'll at least listen to us. Okay, just a little farther to Togetsu. Na, ein bisschen ist gut. Sind wir so irgendwo hin teleportiert worden? Nee, 2 Meter weiter oder so. Okay, naja, kommt noch ein bisschen was auf uns zu, würde ich sagen. Gucken wir doch mal. Ist hier oben noch irgendwas Interessantes? Ah, schau mal. Aha. Ah, das ist ein Speicherpunkt. Okay. Den können wir ja glatt mal wahrnehmen.
Einmal speichern, bitte. Na komm. Danke. Und dann biege ich trotzdem hier nochmal kurz ab. Das ist doch nicht der Hauptweg, oder? Nee, genau. Das ist hier so ein Nebenabschnitt. Ich möchte aber trotzdem wissen, was hier ist. Na also. Dann rennen wir mal weiter. Ja, guck mal. Aha, wen haben wir denn da? Na komm. Watch out for electric. You won't be able to move if you're electrified. Next. Alles gut. Hey, I need your help. Let me borrow this. Hey. Yeah. So geht's natürlich auch. Na, bleib doch eingeloggt auf den. Komm schon, triff, 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 triff. Na also. Okay. Okay, das sah jetzt gar nicht so schlecht aus. Können wir Pyro wieder ausmachen? So, wo sind wir denn jetzt? Oh, ich kann hier echt kaum was sehen. Zeig mal her. Gut, da unten waren wir schon. Also können wir jetzt nur noch da hier hochgehen. Was anderes bringt uns an der Stelle wenig. Das freut mich sehr. Oh je. Ah je, das sieht ja aber auch nach einer Arena aus. Na, mal gucken, was hier auf uns zukommt. Ja, war klar. Ja, das war mir klar, dass hier wieder ein paar Unsichtbare dabei sind. Na, jetzt geh doch schon drauf hier. So, haben wir hier irgendwo noch einen Unsichtbaren? Nee, ich glaube nicht. Und du lässt mich mal in Ruhe. Ach du Scheiße, was bist denn du? Shit, warte mal. Das klappt hier nicht so gut. Ah, wir haben doch hier noch mehr Öl gehabt, oder? Ja, genau. Komm mal nach hier. Ja, Hanabi, bitte. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Hä, wieso hab ich ein Hellsicht an? Was soll denn der Quatsch? Ja, gib mal ein Gelee an alle raus. Ah, Hanabi ist down, scheiße. Ja, bin dabei. Komm, kann ich mal schnell hier? Ja, wiederbeleben bitte. Ganz schnell wiederbeleben. Sehr schön, danke. Und jetzt hier mal mit ein leichtes Gelee nochmal raushauen. Habe ich
kein mittleres mehr für alle? Nee, nur Max. Das ist doch scheiße hier. Was soll ich machen? Aha. Komm schon. Ja, ich sehe es schon. Komm. Ah, die Sklerokinese hört immer so schnell auf. Ah, fuck. Komm schon. Wir haben es doch gleich. Na, also. So, der Rest sollte jetzt ein kleineres Problem sein. Also, geht doch. Mann, jetzt musste ich mich echt ein bisschen konzentrieren hier. Dann lass mal da hochrennen. Vor allem die ruhige Mucke noch dazu, ey. Ich glaub ja, wo es hackt. Ein bisschen, ja. Oh, warte mal, das ist doch unser Sollweg, oder? Ja, tatsächlich. Okay, also mussten wir uns eh hier durchkämpfen. Das ist sehr freundlich von dir. Sorry. The sustained burn really tires me out. Alles gut, Hanabi. Alles bestens. Da haben wir noch einen Speicherpunkt. Na, da kommt doch garantiert nochmal so ein Kampf gleich. Dann werden wir den Speicherpunkt mal lieber nutzen. Und da würde ich vorschlagen, in der nächsten Folge gucken wir dann mal, was hier auf uns wartet, denn es sieht so aus, als würden wir so langsam aber sicher doch ankommen, weil hier doch einige größere Gebäude jetzt rumstehen, die da auf uns warten. Da schauen wir uns dann, glaube ich, eher in der nächsten Folge um. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, erkältet euch nicht. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!